Okay. Sehr schön. Phase beenden. Ja, seht euch das an. Das Land gehört uns. Warte mal. Ich muss gerade mal ganz kurz überlegen. Das müsste ich mir aufschreiben. Denn es gibt ja bloß 6 Farben, ne? Und 7 Völker. Da schaue ich nach der Aufnahme mal. Weil ich habe für die Thumbnails, das habe ich auch schleifen lassen, bis zum geht nicht mehr. Insgesamt habe ich da für jedes Volk wollte ich eine andere Farbe, aber das geht ja gar nicht auf. Weil ich habe Rot, Gelb, Orange. Grün, Blau, Rot. Lila. Ah, es geht auf! Es geht auf. Nee, wa. Rot, Gelb, Orange. Blau, Grün, Lila. Das war's. Rot, Blau, Rot, Blau, Grün, Lila. Ja, das war's. Das heißt, ein Volk hat die gleiche Farbe wie ein anderes bei meinen Thumbnails dann. Und da weiß ich nicht, welches was wie ist. Aber wahrscheinlich macht es nichts. Naja, doof, aber es hilft nichts. Das Spiel lässt mir keine andere Wahl. Danke ihr. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Color-Mod, so einen Farbmod. Aber da kenne ich mich jetzt nicht wirklich aus. Das ist jetzt doof. Jetzt müsste ich eine strategische Entscheidung machen. Entweder ich bleibe in Karok und schlage den Angriff zurück, der kommt, nämlich von Gimli und Azog und Gorkil. Oder ich hole mir den hohen Pass und riskiere hier zu verlieren, weil ich kann nur bis 480 und gegen 2 Leute ohne Zeugs nehmen. Normalerweise würde ich einfach sagen, egal, wir nehmen das ein und gut ist, aber in dem Fall, nope. Weil hier kann ich besser verteidigen, weil ich bis 720 Leute gehen darf. Das heißt, es passt. Der... Ja gut, schicken wir die darüber. Aufschließen, sagen sie. Zerstören wir die Kasernen des Gegners. Das ist ein guter Move. Hier sind 2 Kasernen, die können wir vernichten. Der bleibt und dann sehen wir schon, was wird. Aha, der Angriff kam nicht. Hat er mich gut ausgetrickst, aber sicher ist sicher. Ich wollte es einfach nicht riskieren. Das ist jetzt blöde. Holen wir uns erstmal Bruchtal. Das ist einfacher. Ach ja. Okay, 25 auf 45. Gut. Ach ja. Alles klar. Nein, noch nicht. Okay, was holen wir uns? Wieder den ganzen Müll und das da? Ungezähmter Verbündeter. Ja, naja. Lass die Trolle nicht sehen, dass sie herumstehen. Das Lustige ist, das Ding heißt ja... Warte mal. Das ist totaler Schwachsinn. Das Ding heißt ungezähmter Verbündeter. Aber du zähmst sie mit der Fähigkeit. Ernsthaft? Aber so ist es. Oh, da sind Warte. Ich will beide Wartteile vernichten. ASAP. Now. Sofort. Jetzt. Los. Ich weiß nicht, ob ich eine Festung bauen soll. Könnte ich. Ja, ich baue eine Festung. Ich habe mich entschlossen, ich baue hier eine Festung. So. Weil dann kann ich meinen Helden ausbilden. Meinen Ringkrieghelden. Welcher auch immer das ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich ein Troll. So, Boromir müsst gegen den verlieren, weil Höllenfratze, gute Einheit. Vielleicht schaffen sie aber auch nichts. Die rüsten wir mit Fackeln aus. Überlebt er das noch? Unglaublich, mein Held stirbt hier. Boah! Knapp, Mann! Sehr knapp!
Vernichtet mal die Kaserne. Ah, guckt, da krieg ich Ressourcen. Überall plus 1. Das ist ein richtig netter Boost. Das gefällt mir. Das gibt. Wieso nimmt sein. Gold! Nimm ein. So. Ein Feind vernichtet. Perfekt. Weil hier gibt es noch einen Vorposten. Den können wir uns einnehmen. Uns einnehmen. Also bei mir sollte da nicht in den Deutschunterricht gehen, weil da kommen dann so Dinge raus wie uns einnehmen. Wir können uns einen Vorposten einnehmen. Naja gut, eigentlich passt das. Aber wir können einen Vorposten uns einnehmen, klingt komisch. Obwohl es vermutlich grammatikalisch korrekt sein kann. Ich habe keine Ahnung. Ich spreche halt einfach und hoffe, dass die Leute mich verstehen. So, wo denn die lang? Keine Ahnung. Sterben. Elben. Warum? Wieso würdest du... Wer befehligt diese Truppen? Also ich bin's nicht. Ich meine, ich mache manchmal auch fragwürdiges Zeug, aber so einen Scheiß mache ich selten. Oh, gut. So, die Festung gibt uns schön Vision, also Sicht. Was? Die sind unsichtbar. Ah, richtig, sind ja Elben. Aber du hörst, wenn sie sterben. Geil. Also, nur weil sie unsichtbar sind, heißt das nicht, dass sie lautlos sind. So kann man Elben countern. Indem man Pfeile überall hinschießt und hofft, dass man Todesschreie hört. Wenn man es weiß, ne, kann man es nutzen. Gut. Dann bau für Angmar eine Halle der Kennige. Nein, Flammenzeptermagier, den haben wir. Und Karsch können wir noch nehmen. Gut, also haben wir zwei. Zwei. So machen wir das. Wie auch immer. Wo will der hin? Oh, bin ich gut oder bin ich gut? Es ging. Defensiv. Schön überlebt. Können wir sie töten. So, ganz einfach. Die sterben auch mit der Zeit weg. Halle des Königs. Sehr gut. So, ich hole mir aber erst den Flammenzeptermagier, weil der kostet mehr. Ach, die Reiter so dämlich. Weißt du, hier haben sie ein Tor. Okay, das sieht man nicht, weil es nicht geladen hat. Oh, kann man da hoch? Das wäre cool, wenn man da Bogenschützen hochstellen könnte. Das wusste ich noch gar nicht, dass da Treppen sind. Das ist ja geil. Nice, so kann man sogar hier hinten durch. Ha. Okay, die Burg ist immer noch blöd, finde ich, aber das ist ein nettes Detail. Das gefällt mir echt gut. Ja, dann nimmt es ein, kommt es. So, dann bauen wir da noch. Und dann holen wir uns den Flammenzeptermagier. Jeden Moment. Den will ich halt, wenn ich zu früh... Ich könnte es jetzt schon beenden, aber wenn ich jetzt reinrenne und angreife, dann rate jetzt mal, was passiert. Der Feind gibt auf, meine Macht zu groß. Irgendwie sowas. Und das war's dann. Und das will ich auch nicht. So, gehört's mir gut. Dann können wir jetzt hier angreifen, dann hier angreifen, dann hier angreifen, dann hier angreifen. Dann haben wir gewonnen. GG, no reaches, auf Wiedersehen. Fertig. Und das war's dann. Oh, das ist nicht geil. Das ist nicht schön. Naja, macht aber nichts. Ich kann. Ah, das kostet so wenig. Tust du das? Tatsache, das tut er. Okay. Easy going. Ganz easy. So, Orks. Dann gibt's hier nichts zum Verderben. Da gibt's was. Der anvisierte Feind erhält dauerhaft Schaden. Das ist zwar nice, aber gegen normale Truppen braucht man diese Fähigkeit nicht. Das ist halt so eine Anti-Helden-Fähigkeit. Wo hat der denn schon?
Oh, der Turm hier schießt. Der hat die Schmiede ergens. Ergens, wie auch immer. Schon aus. Oh, warte mal. Na, jetzt ernsthaft? Ah, die dürfen das auch noch. So, jetzt hat das Tor benutzt. Blödkopf. Das ist doch doof. Vor allem, weil ich das hier alles nicht töten kann. Das hier. Egal. Egal. Bauen wir halt Türmchen. Dann bauen wir die Teile noch ein bisschen aus. Mach du mal Feuerball. So, macht ein bisschen Schaden. Oh, das gab fast einen ganzen Level ab. Das ist nice. Ja, den will ich auf jeden Fall boosten. So, die Schmiede, die kann weg. Das ist egal. Das Teil. Oh. Ja, ich glaube, ich bilde es noch den anderen Helden aus. Karsch. Oder Kars. Aber ich denke eher Karsch. Karsch, Karsch. So, der zerstört den Melonenbaum, kriegt den Level ab, dann hat er den Magiestoß. Nicht Inferno kann er noch. Kugelblitz, also der ist voll aggressiv. Der hat keine Unterstützungsfähigkeit, nur Totschlag. Tot, tot, tot. Mehr hat er nicht. Nur Tod im Petto. Sonst nichts. Hier. Guckt's mal. Guckt's mal, wie er die alle tötet. Boom! Wow. Der macht ja mal gar keinen Schaden. Macht dann einen Hauen Feuerball hinterher. Immerhin bekomme ich ein paar Level-Ups für ihn. Das ist gut. So, unser Nazgul-Held ist da. Was kann der denn so? Seelenkälte. Alle Gegner sind langsamer und erleiden geringfügig. Ach, oh, nice. Halt, Moment, erst das. Wo? Oh. Ja, die Reiter da unten müssen weg. Das merke ich schon. Weißt du, die Mühlen macht er kaputt, aber den Vorposten nicht. Er hätte ein Ei nehmen können, aber ich würde ihn kaputt machen, weil er da beim Gegner ist. Ich würde ihn zerstören. Oh, Adler! Oh, Adler! Oh, Adler! Adler, 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 Adler. Das ist nicht gut. Das. Ich kann dir nicht helfen. Jetzt muss ich einen Nommel machen, weil er halt Adler hat, ne? Der ist so tot. Ja. Gut, wie auch immer. Aber die Adler halten ja nicht lange. Das ist der einzige Vorteil. Das nervt irgendwie. Was ist das denn? Düsterwolf, Zwinger? Zwinger. Na gut. Ich baue jetzt erstmal hier so zwei Kampftürme. Ja, das ist jetzt auch doof, aber... Ihr könnt den schon töten, oder? Der schafft es? Der Adler tötet meinen Turm. Wo ist denn der Baumeister, der stirbt? Oh. Ach, da ist ein Adler. Oh. Steht nicht herum. Bewegung. Ich bin nicht mehr, was ich war. Ja, das stimmt. Wie lange bleiben die denn noch? So, Karsch ist gestorben. Morovnir meine ich. Jetzt holen wir uns hier so ein paar Leute. Ich beneide sie um ihre. Ja, gerade war ich ein bisschen langsam im Kopf. Ja, abreißen bringt auch nicht viel. Aber ich kann gleich wieder Orks rufen. Das wäre auch ganz nice. Hier, Orks. Viel Spaß, Orks. Das haben wir fertig. Da ist ein Adler, der stirbt bald. Bauen wir die Mühle zum 10.000. Mal auf. Selbst. Er ist die Stille selbst. So, bevor wir jetzt Helden machen können, müssen wir erstmal ein paar Truppen ausbilden. Fürchte ich. N, Hotkey, N. W, obwohl, nee, den Fußball nicht.
Der ist ja schon halb kaputt, der Turm. Den boost man jetzt. Den upgraden wir nicht. Ah ja, aber das kaputte Dingshaus, das will er haben. Ich lasse es der KI mal, weil ich sehen will, ob es aufbaut. Vermutlich nicht. EA hat bei der KI jetzt nicht wirklich den besten Job getan. Was die Intelligenz oder die Vielfalt angeht, aber wer weiß, vielleicht irre ich mich hin. Es wird gekämpft, Gundabad Orks. Zurück an die Arbeit. Ich kenne keinen Hass. Er kennt keinen Hass, das glaube ich ihm nicht. Nee, glaubt ihr das, Karsch? Dass er keinen Hass kennt, so wie der ausschaut und rumläuft? Er bringt den Krieg, aber kennt keinen Hass. Nee, sorry. Das kaufe ich. Das kaufe ich ihm nicht ab. Beim besten Willen. Keine Chance. So, der kostet jetzt 3000 zum Wiederbeleben. Und schon nicht so teuer, ne? Ich will halt den Flammenzepter Magier wirklich auf dem Feld haben, weil der sehr, sehr nützlich ist. Der hat mir eine Menge zerstört. Ja, er tötet jetzt mal die. Und dann macht er das da. Und du hilfst damit. So, jetzt warten wir eigentlich bloß. Was ist denn das hier? Senkt die Kosten für Helden, beschleunigt, senkt die Kosten. Ja, ist nice, aber das brauchen wir jetzt auch nicht. Das Blutvergießen hat begonnen. Das Blutvergießen hat nie aufgehört. So, bauen wir hier noch was hin. Die Mühle können wir wieder aufbauen. Was kann der denn noch so? Wimperschlag, Karsch, teleportieren. Da sind alle gestorben. Todesgeflüster. Fügt nicht Untoten ein, hätten massiven Schaden zu. Das wird schon mit der Zeit. Ah, jetzt. Ja, Feuer frei, genau das. Schön. So, wir mühlen. Wir wollen ja Geld malen, ne? Wir malen Geld, wie auch immer das funktioniert. Obwohl es ja hier nicht Geld ist, sondern Rohstoffe. Es geht ja nur um Rohstoffe, nicht um Geld. Ja, Rohstoffe. Gesammelte Rohstoffe zur Verfügung für Einheiten, Gebäude und Upgrades. So, die Pferde sterben alle, weil sie blöd sind im Kopf. Arme Pferde. Aber die können nichts dafür. Ich meine, die wurden dazu gezwungen. Die wurden gezwungen, da lang zu reiten und zu sterben. Wer bringt den Frieden? Das hört sich halt überhaupt nicht so an, als würde er wirklich keinen Hass kennen. Also ich kenne Hass. Obwohl ich, glaube ich, sehr selten bis gar nicht Hass spüre oder fühle oder wie auch immer. 50% Geld, das ist gut. So. Na, dann lauft's den nett daher. Piu piu! So, hätte ich mal lieber ausgerüstet, ne? Aber jetzt ist zu spät. Jetzt bild mal lieber hier noch so aus und holen uns die Banner-Träger. Orks! Was ist der denn? Was macht der denn da? Ja, rennt alle den Typen hinterher. Genau. So, aufgebaut hat das nicht. Mühlen passen ja auch keine mehr. Boah. Kennst du das, wenn es im Ohr, richtig tief im Ohr juckt? Das ist so unangenehm. Vor allem, da kommt man nicht hin. Man kann da nicht kratzen. Das geht nicht. Also ich nicht. Beziehungsweise, wenn man da hinkommen würde, dann wäre das wahrscheinlich schädlich und fürs Ohr und den Gehörgang schaden. Das wollen wir ja auch nicht. Also kann man sich bloß schütteln. Ja, Körper sind schon ganz interessante Konstrukte der Natur. So, Baumeister, den können wir doch mit... Ah, ist zu weit weg. Naja, gut. Es täte mich mal wirklich interessieren, ob man Helden auch boosten kann, weil hier steht Verbündete.
Die gewählten Verbündeten verursachen Schaden. Ja, mach du mal hier so einen Move. So. Ja, nee, die sind alle so tot. Abknallen lassen braucht ihr euch dann nicht. Ich könnte aber nochmal hier ein bisschen was ausbilden, oder? Wenn wir schon dabei sind. Lol. Gut, das waren nur die Orks, das ist egal. Zwingen wir ihn dazu aufzugeben, bauen wir eine Schmiede. Weil dann gibt die KI immer auf. Sobald ich anfange, Upgrades oder Verbesserungen. Und dann, warte, wo ist der Baumeister? Wo war der? Na, wo war der andere? Hier. Einheiten Upgrades. Also sie haben in einem deutschen Spiel einen englischen Begriff verwendet. Weil Upgrade würde ich salopp mit Verbesserung übersetzen. Einheitenverbesserungen. Upgrades klingt halt tausendmal cooler. Ist es auch eigentlich. Woms, tschüss, auf Wiedersehen. Wie der halt ausrastet. Nö, der kennt keinen Hass. Guck mal. Piau, hua, schu. Slice, slice, oh, stech und boah. Ich weiß nicht, wie es einen Baum Schaden macht, wenn man so vor ihn runterdrückt. Aber okay, wahrscheinlich hat er versucht, die Wurzeln zu treffen. Gut, die KI gibt noch immer nicht auf. What the frick? Also machen wir Upgrades. Die KI ist so dämlich. Die lässt mich halt kostenlos hier komplett ausrüsten. So. Aber ich nehme es dankend an. Ich meine, dann machen wir die Dunkelstahlklingen und die Eispfeile. Die Eispfeile, die mache ich zuerst. Auf die habe ich Lust. Na, ich glaube, Helden kann man nicht boosten. Weil ihr seht, dass die Einheiten sind geboostet und die nicht. Das heißt, genau, die ist geboostet, diese Einheit aber nicht. Ja, genau. Weil ich weiß nicht wo. In irgendeinem Herr der Ringe wurde das ganze Bataillon geboostet. Was ist das denn? Sturmangriff. Ah ja, okay. Wenn es getroffen hat, die Fähigkeit. Also, genau. Jetzt gibt er auf. Natürlich. Egal. Ich habe volle Kanne ausgebildet und alle auf Stufe 2. Das ist gut genug. Ach, als ob. Lüg mich doch nicht an. Bist der Hass. Der manifestierte Hass. Der Hass des Todes. So. 3,39, auch sehr schön. Bruchteil gehört uns. Dumm. Wunderschön. Ja, viel fehlt uns ja nicht.